Hallo, ihr Gewirrlinge! Der namenlose Held und Hella sind in der Nähe von Bengars Hof. Hella ist Verschwindibus. In der letzten Episode gab es ein bisschen Jagd und Jagdausbildung bei Garn. Und ich glaube, ich muss Hella nochmal rufen. Die brauche ich schon, die Kleine. Da ist sie. Such mal weiter Kräuter. Danke. Und ich denke mal, ich gehe in die Richtung da hinten nochmal. Rein? Ist das eigentlich auch so eine Sackgasse? Was sagt die Karte? Die Karte sagt, das ist eine Sackgasse, jawohl. Das ist die Karte von... Oh. Wo? Da. Nerfarius oder so ähnlich. Was hast du gefunden, meine Liebe? Heilpflanzen. Eine nur? Auch okay. Also, ich gehe mal ein bisschen jagen da hinten. Wie viele Pfeile habe ich noch? Das ist der Engpass 61. Das ist ein Problem. Da muss ich schnell mal wieder eine große Pfeilquelle finden. Aber ich habe nicht so wirklich eine Idee, welche das sein sollte. Oder ich gehe zu Dexter hoch. Da kann ich bestimmt noch ein paar neue Pfeile finden. Bei den ganzen Halunken da oben. Dunkelpilz. Feuerkraut. Was ist das? Das ist irgendwie was Verschüttetes. Hier geht's nicht weiter. Soll mir recht sein. Die Welt ist eh groß genug in Gothic 2. Heilkraut, habe ich gesehen. Danke, Hella. Hier, Pilze. Ganz viel Butlerfleisch, Dunkelpilz und so weiter und so fort. Und... noch irgendwas? Irgendwo? Hier. Heilpflanze. Feldknöterich. Hier ist ja gar nichts. Das war alles die Jagdarena für diesen komischen Drachenhorn-Snapper. Waldbeere. Oh, hier sind Waldbären. Ja, habe ich auch gesehen. Danke, Hella. Mir die nächste. Bestimmt nicht die letzte, oder? Einmal durchs Gebüsch gekrochen. Vielleicht doch die letzte. Da hinten hat Hella was gefunden, vielleicht. Ja, eine Heilpflanze. Ich finde sehr viele Heilpflanzen. Feuernesseln wären mir sehr viel lieber. Aber leider ist es mir nicht vergönnt. Da könnte was sein. Jawohl, Blauflieder. Baumstumpf. Ne, es wird auch gleich dunkel. Da sollte ich nicht mehr draußen rumtapsen. Da sollte ich eher so Richtung Onars Hof mich in Bewegung setzen. Und den Weg finden. Da hinten ist bestimmt noch was. Oder? Was ist da? Waldbeere. Nee, Weidenbeere. Und noch eine. Und noch eine. Ja. Das hier ist Bengars Hof, Dunkelpilz. Nee, ich gehe in Richtung Onars Hof. Ich will mal schauen, ob ich da ein paar Pfeile kaufen kann. Die Nacht kann ich da auf alle Fälle verbringen. Ich bräuchte einen größeren Pfeilevorrat, um mich dann mal Richtung Dexter durchzuschlagen. Unter 100 Pfeile sollte ich da nicht hingehen. Ich könnte auch hier schlafen, in dem Lager. Was es mir aber nicht ersparen würde, Hella. Oh, jemine. Was es mir aber auch nicht ersparen würde, am nächsten Morgen zu Onars Hof zu laufen, um Pfeile einzukaufen. Also kann ich das auch gleich jetzt erledigen, im letzten Tageslicht. Und wenn das mit Dexters Banditenlager nicht funktionieren sollte, kann ich auch im Wald hinter Onars Hof ein bisschen weiter jagen. Da gab es auch noch ein paar Lurker, ich erinnere mich. Was ist denn los? Hella, war da was? Oh Mann, schon wieder weg.
Ist mir auch egal jetzt. Ich gehe zu Onars Hof, ehe ich mich im Dunkeln noch verirre. Nicht wahr, lieber Held? Und dann kommt ein großes, böses Monster und beißt sich im Zipfel deiner Kutte fest. Das wollen wir doch alle nicht. Also Onars Scheune, dort mal eine Nachtruhe gehalten und dann vielleicht bei wem eigentlich Pfeile gekauft? Jetzt, wo ich so näher drüber nachdenke, fällt mir gar keiner mehr ein, bei dem ich Pfeile kaufen könnte. Auf Onars Hof. Ich glaube nicht, dass die, diese Magd da was hat. Und die anderen, die handeln da nicht mit mir. Die Schweinehunde. Na gut. Es ist jetzt so dunkel, dass ich das eh nicht mehr ändern kann. Das interessiert mich nicht. Also hinein ins gute Stübchen. Keine Ahnung, sag du es. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Jetzt schleiche ich extra mal, um mir dieses Gemurre zu ersparen. Und das einzige Bett, wo direkt oben drüber so eine hässliche Laterne ist. Hodges, wer bist denn du? Der kommt mir auch komplett unbekannt vor. Hodges, oh, Moment mal, das muss sein. Tut mir leid, wer bist du? Verdammt, was ist los? Ich habe dich ja noch nie gesehen, wer bist du? Hallo, ich bin neu hier. Nimm's mir nicht übel, aber ich habe nicht viel Lust, mich zu unterhalten. Bin ziemlich im Arsch. Schwer beschäftigt, was? Kann man wohl sagen. Bennett macht so viele Waffen, dass ich mit dem Schleifen kaum nachkomme. Ach, du bist der Schmiedegehilfe. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich hab nicht viel. Die Schwerter und Äxte bringen wir fast alle in Onas Haus. Du hast leider auch keine Munition. Nein! Ach, eine Waldbeere. Komm her damit. Was ist mit den Söldnern? Ona hat sie angeheuert, damit sie uns die Milizen aus der Stadt vom Hals halten. Aber sie passen auch auf den Hof, die Schafe und uns Bauern auf. Also lass dir bloß nicht einfallen, was zu klauen oder in irgendwelchen Truhen rumzukramen. Die warten nur auf eine Gelegenheit, dich umzuhauen. Ja, das ist ganz meinerseits. Was kannst du mir über den Hof erzählen? Das hier ist Onas Hof. Das große Haus ist sein Wohnhaus. Er hat einen Flügel freigemacht für die Söldner. Seitdem müssen wir Bauern in der Scheune pennen. Na, aber mir soll's recht sein. Ist schon gut, dass wir jetzt Leute haben, die auf den Hof aufpassen. Im Haus mit der Schmiede davor ist die Küche. Na, vielleicht hast du Glück und Thekla hat was zu essen für dich. Ja, hat er sie. Okay, das kann ich nochmal hier machen mit Taschendiebstahl. Speichern. Und Attacke. 10 Gold. So, gute Nacht. Ach, jetzt liegt der da. Leg dich hin. Verdammt, was ist los? Leg dich hin, Liebchen. Oh, ich weiß es nicht. In welchem dreckigen Bett kann ich denn hier schlafen? Aha, gut. Und alle sind schon auf? Nee, der Bauer noch nicht. Du bist Gunnar, mit dir habe ich geredet. Ich hätte gerne Pfeile gekauft. Gibt's die hier in eurem lumpigen Lager? Hey, du! Schmieden lernen. Wo hast du das denn schon wieder her? Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? 50 Pfeile nehme ich. Da bin ich ja knapp über 100. Passt schon. Ende. Das müsste eigentlich fast reichen. Cypher handelt theoretisch auch mit mir, oder? Zeig mir deine Ware. Klar, bedien dich. Ah, 11 Pfeile, umso besser. Und was ist das? Ein Weidenbogen. Der ist nicht so gut. Weg, Ende. Okay, okay, okay. Ich glaube, da kann ich jetzt mal einen Angriff starten auf das Lager von... Wie heißt der? Na, wie heißt er? Dexter heißt er. Mensch, und es ruckelt wieder gerade. Das hat mich gerade völlig irritiert. Aber ich kann es auch gerade ändern. Da oben, da ist diese alte Burg. Und hier ist der Weg nach oben. Speichern.
Schauen wir mal, wie ich empfangen werde. Vermutlich mit einem Pfeilhagel und wüsten Beschimpfungen. Und einer Krähe. Oh, Vorsicht. Ich habe ja gespeichert. Ich gehe einmal rein und sag einfach mal Hallo. Weil Dexter kennt mich ja eigentlich. Halt! Du kannst hier nicht vorbei. Ich will mit deinem Anführer sprechen. Ach so, du willst mit meinem Boss sprechen? Ja, dann lasse ich dich natürlich durch. Aber nur, wenn du seinen Namen kennst. Denn wenn nicht, muss ich dich töten. Also... Du Hänfling, pass mal auf. Dexter. Tja, schätze, du kennst meinen Boss. Okay, ich lasse dich durch. Aber ich warne dich. Kommst du irgendjemandem zu nahe, kommst du hier nicht mehr lebend raus. Also atme tief durch und lass die Waffen stecken. Dexter findest du im Haus. Okay. Ich kann doch hier erstmal reinlaufen, ohne Ärger zu kriegen. Bandit, Bandit, ist das das Haus oder ist das das Haus? Dexter? Nee. Dann wohl das andere. Bandit, 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 ja. Niemand mit irgendwelchen Namen. Bandit. Mein Bandit. Dexter. Wo bist du? Da ist Dexter. Oh. Und wenn hier gerade keiner zuschaut. Oh, wo ist er? Okay, also Dexter hat Augen am Hinterkopf. Dann will ich mal nicht zugreifen. Sieh an, wer da ist. Der große Befreier. Na du Held, was suchst du hier? Ich suche ein paar Antworten. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du freiwillig hierher kommst. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich dich hab suchen lassen. Noch keinen von meinen Steckbriefen gesehen? Deine Visage ist da drauf. Ja, du bist ein begehrter Mann, hast du das nicht gewusst? Was willst du denn von mir? Ich? Gar nichts. Aber mein Boss, der ist ganz heiß drauf, dich zu töten. Deswegen soll ich dich finden und deinen Kopf zu ihm bringen. Oh, ich glaube, es war keine gute Idee, hier reinzulaufen. Aber weißt du was? Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Da gibt's so einen Kerl mit einer Augenklappe, der sucht dich. Alle suchen mich. Es schert mich einen Dreck. Wenn der Kerl was von mir will, soll er herkommen. Man erzählt sich, dass du Leute aus Korinis verschleppst. Dahinter bist du also auch schon gekommen. Saubere Arbeit, kann ich da nur sagen. Ich dachte, ich hätte meine Spuren besser verwischt. Ja, dachtest du. Wer gab dir diesen Auftrag? Mein Boss, ein gefährlicher Mann. Du kennst ihn. Es ist Raven, einer der ehemaligen Erzbarone aus dem alten Lager im Minental. Er braucht die Leute für seine Pläne. Und das ist auch schon alles, was du wissen musst. Raven. Naja, in Gothic Teil 1 in meinem Let's Play habe ich Raven eigentlich gekillt. Das lag aber daran, dass das eine gemoddete Version war. Erklären wir uns das mal so, dass der Held damals Raven nur bewusstlos geschlagen hat und Raven sich totgestellt hat und dann, als der Held weg war, irgendwie die Flucht ergriffen und in irgendein Rattenloch gekrochen ist. Und Dexter müsste eigentlich auch dran geglaubt haben, in gleicher Weise. Naja. Raven gefährlich? Naja. Raven gefährlich? Naja. Was weißt du denn schon? Du kennst ihn nicht so, wie ich ihn kenne. Er war damals schon ein mieses Schwein, aber heute... Er hat sich verändert, seit die Barriere gefallen ist. Ein schwarzer Schatten liegt auf seinem Gesicht. Sein scharfer Blick durchdringt dich wie die Krallen eines Greifvogels, wenn du ihm zu lange in die Augen schaust. Ich kann dir nur den einen Rat geben. Verlasse Korinis so schnell, wie du nur kannst, bevor es zu spät ist. Hier gibt es nichts für dich. Nur den sicheren Tod. Naja, bisher bin ich auch ganz gut so zurechtgekommen, mein Lieber. Wobei, so ein paar Feldräuber waren schon. Naja. Und was hast du jetzt vor? Willst du mich töten? Ja. Aber du hast uns alle befreit. Deshalb gebe ich dir noch eine Chance. Hau ab. Verschwinde. Mach dich unsichtbar.
Geh und lauf mir nie wieder über den Weg. Ich muss wissen, wohin du die Leute verschleppt hast. Tja, kannst ja versuchen, es aus mir rauszuprügeln. Es ist besser für dich, wenn du jetzt gehst. Lässt du dich hier nochmal blicken, werde ich nicht zögern, dich zu töten. Ach ja, aber ich habe es probiert. Ja, ich habe es versucht. Im Guten. Keine neue Queste. Das, was ich da gerade an Gekritzel im Hintergrund gehört habe, das war wohl die Queste mit den vermissten Leuten und so. Ja. Okay. Das heißt, ich kann jetzt hier weggehen. Die haben hier einen Schaf. Nein, sie haben zwei Schafe. Ah, über dem Feuer. Und das Feuer ist aus und die Schafe haben noch die Wolle. Das wird schmecken. Oh, was ist das hier? Spruchrolle, Feuer, irgendwas? Was kann das wohl gewesen sein? Das war bestimmt ein Feuerpfeil oder sowas. Glaubst du wirklich? Ja, kann schon sein. Ja, na bestimmt. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Denk dran, immer schön ruhig bleiben. Dann kommst du hier auch lebend wieder raus. Ja, so. Jetzt würde ich ganz gerne eigentlich mir Greg unter den Arm klemmen und mit ihm gemeinsam in dieses Lager stürmen. Wenn das mal so einfach wäre. Irgendwas grunzt hier auch. Ganz fürchterlich. Raven ist bestimmt irgendwie in den Einflussbereich irgendwelcher finsteren Mächte geraten, die der Held indirekt hat rufen lassen mit dem Sieg über den Schläfer am Ende von Gothic Teil 1. Und die haben in Raven natürlich einen willigen Vollstrecker gefunden. Tja. Ich spreche noch einmal Greg an und wenn das alles nicht fruchtet, dann muss ich mir echt überlegen, ob ich einen Sturmangriff auf dieses Lager wage oder ob ich das lieber nicht tue. Wobei die Antwort eigentlich schon feststeht. Das Dumme ist nur, die kommen alle gleichzeitig und ihr erkennt mein Problem. Greg, bist du überhaupt noch da? Kann ich dich ansprechen? Nee. Ich muss es alleine machen. Und dann wird Greg sagen, das hat du Deck da umgehauen. Jüngchen, das war meiner. Dann ist der wieder sauer, aber ich kann ihn ja nicht einladen mitzumachen. Selber schuld, Greg. Du bist nicht der Einzige, der hier eigene Pläne verfolgt, mein Lieber. Tja. Was tun? Ich muss es wohl wagen. Da die Erstürmung des Lagers aber einige Zeit in Anspruch nehmen wird und sicherlich auch mit ein paar Fehlversuchen verbunden sein wird, werde ich das erst im nächsten Teilchen anfangen. Das heißt, ich gehe jetzt hier oben in Stellung. Genau hier. Mit Sicht auf die Wache. Und kann mir schon mal überlegen, ob ich irgendwo hochklettern kann. Ob das irgendwie was hilft vielleicht. Vielleicht auch nicht. Was ist das hier eigentlich? Eine Höhle? Nee. Das ist nur irgendwas. Vielleicht kann man hier hinfliehen. Das könnte schon sein. Muss ich mir mal merken. Ja, da oben ist die Wache und wenn sie gut von Dexter instruiert worden ist, dürfte sie mich jetzt schon beim nächsten Besuch angreifen. Naja, den nächsten Besuch gibt's im nächsten Teil. Bis dahin.